Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute Dying Light. Leute, ich habe eine Idee. Wir brauchen sowas da, Widerstand. Unterwasseralge, irgend sowas, ein Aufputschmittel, Tempo, irgend sowas. Weil, ey, das geht nicht, Leute. Sonst wüsste ich nicht, wie wir das schaffen. Ausdauer. Jein, jein, jein. Widerstand. Na. Ja, was heißt Widerstand? Was kriege ich da genau? Das ist Nachtsicht, das ist schon klar. Erlaubt es, in dem Dunkeln zu sehen, ne? Ja, wo kriege ich diese Unterwasseralgen her? Das ist halt die Frage, ne? Hier vielleicht. Unterwasseralgen, ne? Dann müssen wir die zuerst finden. Du wirst sie mir nicht verkaufen, nehme ich an. Ne, aber alles andere. Böller braucht man sicher genug. Dann nehme ich jetzt mal ordentlich. Dietrich haben wir sicher genug, das brauche ich nicht. Irgendwas zum Verkaufen. Jo, Tasche, Kaffee, okay. So Leute, dann, ja, ich weiß nicht, was wir machen. Soll ich es nochmal probieren bei ihm? Probieren wir es einfach, ne? Irgendwie muss es doch gehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir müssten auch in die andere Richtung. Gut, dann gehen wir schon mal da drüben raus. Ich glaube, das wird besser sein. Oh. Es geht eigentlich. Schön zum Überqueren gewesen. Da sind wir gut rübergekommen. Wir müssen einfach schnell sein, das ist es. Ne? Wir müssen da schnell hin, den richtigen durchsuchen. Keine Ahnung, jetzt wissen wir ja schon, welcher es nicht ist und so. Ne? Vielleicht hilft es, ne? So, darüber. Denjenigen, da können wir auch helfen. Oh, das ist so eine Explodiertrottel. Ne, ein Spucker ist es. So, Moment. Moment, bevor es hier extrem leckt. Ich muss mal... Die Dinger... Hey, 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 hey. Wer spuckt denn hier noch? Du? Lass ihn in Ruhe. So, genau. Dass du mir geholfen hast. Danke. Bitte, bitte, bitte. Aber da kriegt man ordentlich was. Das ist super. Aber der Lärm hier ist auch ein bisschen schlecht jetzt, ne? Wir nehmen die Böller. So, dahin, Leute. Jetzt nach hinten. Und ich gehe zur Tankstelle. Das ist irgendeiner da vorne von denen, ne? Oh shit. Da kommst du nicht mal. LOL, willst du mich verarschen? Ich komme ja nicht mal nach vorne, ey. Was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Ey, da brauchst du eine Waffe. Wie soll ich was gegen den unternehmen, bitte, Leute? Ernsthaft, wie soll das gehen jetzt, ey? Ich gehe jetzt nochmal hin. Aber null Chance, ich komme ja nicht mal zum Haus. Okay, ich bin durchs Feuer gelaufen, aber das ist doch wirklich minimalster Schaden. Das wissen wir doch. Was kriege ich da Schaden, wenn ich durchs Feuer laufe? 20, 30? Ja, was soll ich gegen Schuss machen? Schusswaffen machen? Das ist doch Verarsche, ey, ehrlich jetzt. Also die Mission ist so nicht machbar. Wenn ich wenigstens wüsste, wer das ist, dann gehe ich da gezielt hin. Ich kann ja nur raten, ich glaube, der ganz bei ihm in der Nähe... Das ist schöner Scheiß ist das, Leute. Das ist eine Nervmission wieder, ey. Du kannst sie nicht wehren. Ja, der Molotow tut ihm auch nichts. Er ist doch kacke, sowas.
probier's jetzt nochmal. Das muss doch irgendwie gehen. Oh, Schaufel. Vielleicht von der Seite. Ne, von der Seite ist auch scheiße. Oh. Ja, Mann, lauf, 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 lauf! Oh. Muss dem der Molle drauf raufhauen, irgendwie, glaube ich. Das ist die einzige Chance, was ich habe. Ach, Mann, was, ey, du kannst hier nichts tun. Das ist doch scheiße, diese Mission. Ehrlich jetzt. Die geht mir am Arsch, Leute. Diese Mission ist kacke. Ich krieg hier Feuerschaden. Das ist das Kuvert. Na, nimm's! Okay, ich hab ihn. Oh. Ah, Leute, diese Mission. Ich bin so froh, wenn ich die los habe. Die ist kacke. Ich muss jetzt hier wieder auch wegkommen. Das ist nicht nur das. Man muss ja auch wieder weg. Hey, du! Komm mal her! Hier auf der Antenne! Kannst du mich sehen? Hä? Hier oben! Ich brauche deine Hilfe! Ja, wo? Ja, da. Nö, kann ich nicht sehen. Soll er da jetzt hingehen, Leute? Jo, da ist wirklich einer. Das ist auch eine Sicherheitszone. Ja, da müssen wir schnell laufen. Weil der Typ ist nämlich noch da. Und der ist gefährlich. Hier geht's zu, Leute. Hier geht's zu. Es wird jetzt schon wirklich anspruchsvoll. Also ich muss sagen, das ist nervtötend. Ich brauche eine Waffe. Wirklich eine Schusswaffe. Nicht so ein Kindergartenkram. So, wie kommt man da nochmal schnell rein? Oben vom Berg aus, ne? Das wissen wir schon, da gehen wir jetzt hin. Schauen wir, was der will, und dann geben wir den Auftrag hier ab. So, wir sind oben. Jetzt muss ich da nur rüberkommen. Wow, 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 knapp. Hallo? Kannst du mir helfen, meinen Sohn Christoph zu finden? Du arbeitest für Rais, oder? Ja, zum eigenen Schutz. Aber mit sowas kann ich ihm nicht kommen. Mein Sohn Christoph ist jung und voller Idealismus. Er versteht nicht, dass man im Leben manchmal mit Leuten auskommen muss, die nicht ganz so gut sind. Und nun hat er sich Brackens Leuten im Turm angeschlossen, um einer ihrer Kuriere zu werden. Das ist nicht ganz ungefährlich. Es wird ihn das Leben kosten. Er ist nicht bereit. Er ist zu jung für diesen Job. Solltest du nicht selbst nach ihm suchen? Verstehst du nicht? Ich fertige Waffen für Rais. Wenn die Nächsten nicht rechtzeitig fertig sind, bringen sie Christoph und mich um. Hilf mir, du wirst es nicht bereuen. Ich werde dir etwas ganz Besonderes geben. Etwas Tolles. Ich werde mich mal im Turm umhören. Ich melde mich. Das hört sich nach einer Waffe um. Nice. Wenn du mich fragst, dein Beschützer scheint dir ganz schön Angst zu machen. Findest du nicht auch? Oh ja, da kriegen wir was. Das nehmen wir auf jeden Fall an. Aber zuerst das da. Wie kommen wir jetzt hier runter? Wie kommt man nochmal schnell runter? Irgendwie muss man da zivilisiert runterkommen, oder? Wie sind wir denn mal runtergegangen? Hier irgendwo. Jo. So, genau. Aber ich glaube, da geht's nicht durch, da unten, oder? Oder geht es jetzt doch auf einmal? Oder doch? Jetzt geht's. Gut, Leute, wir gehen zum Ziel. Rauf da auf die Karre. Und über den Zaun. So. Was ist so gewollt? Ja, das ist der Depper, der da unten. Oh. Ja, schieß rum, dass die Zombies kommen, du dummer Hunter. Ich brauche eine Waffe, den werde ich nur so einheizen. So, wir gehen da jetzt runter. Aber mit dem legen wir sich nicht an. Weil das führt zu nichts, ne? Den können wir helfen hier. Was ist hier los? Oh. Oh oh. Was ist denn hier los? Ja, aber das sind ein bisschen viele, ne? Oh. Oh oh. Hier bin ich! Komm schon! Nö, kein Interesse. Ja, Leute, es tut mir leid, aber das sind ein bisschen viele jetzt. Mit den Waffen haben wir es auch noch nicht so
Da erledigen wir jetzt lieber die Mission hier und passt schon, ne? Ich helfe wirklich gerne, aber ich brauche einfach eine Schusswaffe, ich sag's wie es ist. Gib mir eine Schusswaffe und ich räume in der Bude hier auf. So, wir müssen da rüber. Das heißt außen rum. Anders geht es leider nicht. So, aber das ist ja jetzt nicht das große Problem. Okay, mir scheint, Rais ist ja nicht gerade der Publikumsliebling. Nein, aber er ist gefürchtet. Wie das Sprichwort sagt, besser gefürchtet als geliebt zu werden, wenn du nicht beides haben kannst. Oh, Machiavelli. Ja, ja. Genau, das war ein kluger Kerl. Six, so viel hast du nicht. Jetzt hier was. So, wir haben eine neue Fähigkeitsstufe. Oh, das Licht habe ich noch immer an. Schauen wir, ob es da was gibt. Oh ja, Klebeband und... Oh, Kohle, Kohle. Wir werden unseren Fähigkeitspunkt jetzt vergeben. Und zwar habe ich was in Überlebenstraining. Was nehmen wir denn da? Das da unten oder die Kohle? Ah, das ist das mit dem Fashion. Na, dann nehme ich lieber das hier. Kriege ich neue Material... Oder wartet mal kurz, was ist das? Oh, dann nehmen wir das da. Kriege ich neue Möglichkeiten sozusagen, ne? So, Kraft am Mauch. Was ist das hier? Mehr Schaden absorbieren. Auf jeden Fall werde ich das nehmen. Kräftige Schlag, Feinde zu Boden. Nur sehr weniger. Das ist sehr viel nützlicher. Wir müssen nämlich mehr aushalten, Leute. Ernsthaft, wir gehen zu schnell darum. Ah, da. Und weg. Das Dumme hierbei ist immer nur, dass das wirklich jeder im Umkreis mitkriegt, ne? Zum Beispiel auch der hässliche hier. Gut, aber der wäre ja eh schon da. Das hat wehgetan. So, der hat's hinter sich. Weiter geht's. Was gibt's hier? Ah, ein Hagelbrett will ich jetzt nicht. Rennende Zombies. Wir müssen da entlang. Gut, dann machen wir das schnell. Recht weit ist ja nicht mehr. Die Fallen kann ich... Oh! Hey, 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 hey! Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss!